Bloß nicht zu euphorisch werden, auf keinen Fall den Gegner unterschätzen. So könnte das Mantra der Mannheimer Adler aktuell lauten. Auf dem Eis ist die Truppe souverän unterwegs, hat sich mit dem 4:1 Heimsieg am Ostermontag wieder in eine gute Position auf den Titel gebracht. Man bleibt aber bescheiden. Wir freuen uns jetzt kurz, es war ein weiterer Sieg in der Best-of-Seven-Serie, mehr auch nicht. Dabei war gerade die Art und Weise des Sieges vielleicht doch etwas mehr, denn Adlerangreifer Matthias Plachter haute die Scheibe bereits nach 5 Sekunden ins Netz. Rekord. Auch danach waren die Adler meist souverän, doch der Coach sieht noch Verbesserungspotenzial. Im zweiten Drittel war das so ein kleiner Hänger, so eine Phase, wo die Münchner ein paar Chancen kreiert haben und der Dennis Endras war eigentlich sehr, sehr gut im Tor. Der weiß, wie sein Coach genau. Morgen in München startet Spiel 4 wieder mit einem 0-0. Bis dahin wollen sie noch eine Schippe drauflegen. München hat einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft. Sie werden ihre Chancen kriegen, sie werden auch uns ins Drittel drücken. Ich meine, das ist einfach eine sehr stark besetzte Mannschaft, mit dem müssen wir rechnen. Gewinnt Mannheim auch das 4. Duell, haben die Adler am Freitag in der heimischen SAP-Arena bereits den 1. von 3 Matchbällen.